EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich während eines Treffens mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi in Kairo gegen eine Vertreibung von Palästinensern ausgesprochen. Von der Leyen besuchte auf der Sinai-Halbinsel den Flughafen, wo sich seit Wochen internationale Hilfsgüter für Gaza stapeln, sowie den Grenzübergang Rafah. Diesen Sonntag ist von der Leyen in Amman und trifft König Abdullah von Jordanien. Gleichzeitig reist EU-Außenbeauftragter Josep Borrell nach Bahrain und Saudi-Arabien.